In einem letzten Videos habe ich eine Mod vorgestellt, die macht, dass sich das Spiel extrem frisch anfühlt, die von vielen Leuten als Bloons Tower Defense 7 Mod bezeichnet wird. Der Entwickler nennt das selber so. Und ich habe mir die letzten schon mal auf einfach angeguckt und heute mache ich mal Medium und werde mich dann versuchen zu steigern. Aber ich denke, Medium ist ein guter Start. Ich habe auch überlegt, dass Uda vielleicht doch nicht der beste Starter ist, dass vielleicht Benjamin besser wäre, weil dann kann ich auch Geld generieren während der Runde. Und hier der Starter, ich wähle mal das U-Boot. Ich kann mir jetzt halt regelmäßig Affen auswählen, die halt zufällig bestimmt werden. Und da muss ich damit versuchen, bis Runde 120 zu kommen. Und das ist auch nicht einfach ganz normal Runde 120, sondern alle 20 Runden hast du eine Bossrunde. Und die Bossrunde wird immer schwerer mit der Zeit. Ich finde das cool. Ich finde, das ist eine sehr cool gemachte Mod. Und ich gucke jetzt mal, ob ich Medium hinkriege. Also wenn ich leicht hingekriegt habe, dann kriege ich auch jeden Schwierigkeitsgrad hin. U-Boot ist vielleicht halt ein bisschen kritisch. Mein Gedanke ist halt, U-Boot ist ungeskillt ein bisschen besser als ein ungeskillter Ninja. Das heißt, in meinem Kopf kann ich schneller auf das Geld sparen, um Benjamin rauszuhauen. Und das wirkte für mich jetzt erstmal nach einem brauchbaren Call für den Anfang. Weil dass ich hier Plantagen kriege, ist ja nicht garantiert. Habe ich jetzt das nächstbeste genommen, aka Benjamin. Ich mache die mal da vorne hin. Kann ich meinen ersten Affen auswählen. Ich glaube, Beast Zähmer ist aus flexibler Sicht ganz gut für mich, weil ich 6 Stück davon raushauen kann. Wenn ich nachher nochmal einen Beast Zähmer angeboten kriege, kann ich machen, dass der ein gutes Level hat. Oh, und Stufe 2 kann noch Blei angreifen. Ich war mir jetzt nicht sicher, aber Stufe... Okay, der kann Blei angreifen. Das ist gut, ist gut. Ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich mache aber erstmal Zwillingskanone. Let's go. Und dafür macht jetzt Benjamin trotzdem halt die ganze Zeit auch Kohle. Zwillingskanone. Wir sind gut, wir sind gut. Der Anfang erstmal stabil. Und ich glaube auch hier, der auf Stufe 2, der müsste auch okay sein. Ich kann ihn übrigens nicht höher skillen. Man sieht es nicht, aber ich kann ihn nicht höher skillen an Stufe 2. Ist auch okay. Und ich gehe jetzt mal hier auf Top-Spionage. Jetzt kann ich auch da oben angreifen. Ich glaube halt wirklich, es wäre klug, halt möglichst viele Beast-Zähmer mitzunehmen, wenn mir die angeboten. Ich mach mal Pause nach der Runde. Ich mache einfach dann noch einen Dino. Ja gut, und ich habe jetzt ja... Oh, ich gucke jetzt mal, welcher Boss kommt. Lunaris, okay. Gut, dann mache ich jetzt hier noch einen Dino hin. Ich weiß halt nicht, wie viel Leben der Boss hat. Das ist so ein kleines Problem. Aber generell ist das in Ordnung. Wir machen jetzt auch ein bisschen Kohle wieder. Der sieht ja auch schon ein bisschen gedamaged aus, der Boss. Auch krank, wie klein die Dinos sind. Das überrascht mich ja wirklich. Ich kann den hier beim Wasser platzieren, weil da ist irgendwo ein Pixel, wo der stehen kann. Finde ich nach wie vor abenteuerlich, dass das geht. Also, finde ich auch, müsste eigentlich verändert werden. Weil der Dino ist ja nachher auch nicht winzig. Ich finde, der bräuchte eigentlich eine größere Hitbox irgendwann. Aber ist okay. Jetzt ist er weg. Dankeschön. Ich kriege jetzt nochmal eine neue bis Stufe 3. Es wirkt nicht logisch, aber ich nehme den Flieger Stufe 3. Weil der kann tatsächlich Unsichtbare angreifen. Ich habe das Gefühl, das ist was, was ich gerade definitiv brauche. Ich mache den mal hier hin. Weil Unsichtbare sind jetzt ein bisschen weniger ein Problem. Die Beast-Zähmer mache ich mir noch nicht, die weiteren. Ich spare jetzt mal. Weil wir sollten ja erstmal gut sein. Ich mache mal ein bisschen höher. Ich spare jetzt einfach. Falls ihr übrigens neu seid, ich habe es gar nicht erwähnt. Verdammt, das muss man in der ersten Minute erwähnen. Falls ihr neu seid, dürft ihr uns auch sehr gerne ein Abo lassen und die Hälfte der Zuschauer von diesem Video haben abonniert. Ihr könnt auch sehr gerne meinen Creator-Code Bardop zum Ziel eintragen, wenn ihr euch was im Spiel holt. Und ich hoffe, wir können gleich noch was aussuchen, was krass ist, weil Runde 40 kommt nochmal Boss. Und da hätte ich ganz gerne noch ein Upgrade. Also optimal, Best Case ist nicht eingetroffen. Aber Best Case hätten wir jetzt wahrscheinlich noch mal ein bisschen mehr gekriegt. Ich nehme mir den. Mit den anderen warte ich noch, wie ich den Skill. Weil wenn der... Also, ich muss den vielleicht verkaufen, wenn jetzt Face kommt. Weil es kommt immer ein zufälliger Boss. Und wenn jetzt Face kommt, muss ich mal wegmachen, weil der Boss Face ist unsichtbar. Und da müsste ich unten sekundär skillen. Es kommt Dreadbloon, das ist Worst Case. Das ist noch mal schlimmer. Weil Dreadbloon ist regelmäßig immun gegen bestimmte Phasen. Ja, das ist nicht schlimmer, scheiß drauf. So, ich gehe auch hier oben, so. Aber der besteht auch aus Blei. Der ist jetzt immun gegen die Militärphase, die können den nicht angreifen, das heißt, nur er kann da Schaden machen. Jetzt können wir da 3 Dinos hier den angreifen. Wenn das jetzt reichen sollte für die Phase, wäre das sehr, sehr gut. Weil der beschwört auch diese Steine, die eklig sind. Ist down gegangen. Ich kann natürlich Geraldo nicht auswählen, weil ich habe Geraldo noch nicht. Der ist einfach nicht platzierbar, dann nehme ich Adora, die kann ich mal platzieren. Es ist nicht der beste Spot für Dinos, logischerweise. Der beste Spot wäre eher so hier irgendwo, weil die da mehrere Reihen auf einmal angreifen können. Ich lasse es aber jetzt erstmal dabei und es sieht gar nicht schlecht aus jetzt. Für 160 bräuchte ich halt noch einen krassen, aber ich mache ja, das krasse ist ja Benjamin, ne? Den auszuwählen ist so gut für den Modus, der hätte schon einfach 10.000 gleich gemacht, das wird ja immer mehr, was er macht. Im Grunde 6 Bananenfarben Stufe 4, das ist nicht schlagbar. Ich muss das mitnehmen. Komplett alternativlos ist das Beste. Ich weiß nicht, ob jetzt alle 5 raus möchte, aber zumindest 2, 3. Wobei, nee, ich muss den nochmal anders skillen. Ich skill den mal so und so. Weil in Runde 59 kommt Unsichtbar und Blei. Und das kann gerade keiner hitten. Die hier können Unsichtbare nicht sehen.
Adora kann auch Unsichtbare nicht sehen. Der Superaffe macht mehr Schaden, aber der Zauberaffe wäre auch gar nicht so verkehrt, weil ich kann den zweimal raushauen. Weil er kann zwar jeden Typ angreifen, aber ich gucke jetzt, ob was Unsichtbares kommt. Dann skill ich die unten sekundär, ansonsten Mitte. Mitte ist ein bisschen stärker vom Schaden. Okay, welcher Boss kommt? Ah, okay, dann gehe ich Mitte. Puller Damage. Der sollte down gehen. Wir nochmal da die Fähigkeiten da oben verbessern. Ich kann jetzt auch ganz stumpf einfach weiter auf Geld gehen. So. Ja, es ist tatsächlich ein richtig guter Lauf. Viel, viel besser als beim letzten Mal. Also ich habe auf jeden Fall aus meinen Fehlern gelernt. Ihr habt auch viele Tipps in die Kommentare geschrieben. Ich bin sicher, Zukunfts-Robin wird das lesen. Jetzt zum Zeitpunkt, wo das Video hier rauskommt, habe ich die Tipps noch nicht lesen können. Für Part 3 werde ich die Tipps dann lesen. Aber ich bin ja auch schon so jetzt ein bisschen besser geworden. Wenn wir mal gucken, wie leicht wir ihn jetzt kaputt kriegen. Fairerweise auch lucky, dass jetzt Lunaris gekommen ist. Hätte ja auch was sein können, was ein bisschen gefährlicher ist. Weil Lunario... wobei, der kommt recht weit gerade. Nee, ist down, ist down, ist down. Okay, jetzt wird's ja richtig gestört. Kann ich mit gutem Gewissen was anderes nehmen, außer den Superaffen? Der Boomerang-Affe ist aber auch nicht schlecht. Okay, mein Gedankenprozess, warum ich jetzt vielleicht einen Boomerang-Affen mitnehme, ist... Ah, der kann Unsichtbare nicht hitten. Der Willzug, das ist das Einzige, also... Wie sollte ich denn dazu Nein sagen? Ich mach mal Schiff auf Stufe 5. Nochmal bitte. Ja, weil ich jetzt da schon... Oh, der ist unsichtbar. Okay, dann unten als sekundäres gelungen. Ich mache auch zumindest ein Mage mal neu mit unten sekundäres gelungen. Gut. Weil der ist jetzt halt unsichtbar. Und deswegen muss ich jetzt halt auch starke Affen rausholen, die auch unsichtbare angreifen können. Ach, ganz ehrlich, das ist einfach flexibler. Ich mache auch mal das mit Magier. So. Okay, und das sollte jetzt reichen vom Schaden. Die können ja auch alle unsichtbare angreifen. Oh, warte. Jetzt zumindest. Gut, ich krieg noch einen Helden. Ich glaube, Isili... Ah, ja, okay. Habe ich noch nicht freigespielt, deswegen habe ich da jetzt das Symbol. Aber ich müsste gleich einen Paragon beschwören können. Weil letztes Mal wurde mir ein Paragon angeboten. Ich kann ja auch nochmal neu würfeln, wenn mir das nicht gefällt. Zum Beispiel jetzt. Ich kann nochmal neu rollen. So, könnte nochmal neu rollen. Mache ich sogar. Ich nehme den Sniper oben. Der Sniper oben erhöht nämlich den Schaden, den die Bosse kassieren. Ist so gesehen ein No-Brainer, meiner Meinung nach. Jetzt kann ich einen Paragon auswählen. Ich kriege auch die drei Affen, die ich benötige für den Paragon. Ich habe noch Plantagen. Okay, die Das Ding ist, Boomerang-Paragon wäre am günstigsten. Den würde ich zu 100% rauskriegen. Aber ich habe jetzt so viele Plantagen, ich glaube, ich könnte auch einen Ninja-Paragon rauskriegen. Ich gehe mal einfach verkopft davon aus, dass Runde 120 vielleicht Dreadbloon ist. Dreadbloon ist regelmäßig immun gegen bestimmte Phasen. Und ich habe ja mit dem Sonnengott schon recht stark Zauberaffe. Das heißt, Ninja wäre dann doppelt gemoppelt. Dann wähle ich Boomerang-Affe aus. Ich hoffe, das hat Sinn gemacht, die Herleitung, aber in meinem Kopf macht es sehr Sinn, das so zu machen. Das mit dem Beast-Stem hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Die nehmen gerade einfach nur Spots weg. Oh, ich habe den hier noch nicht freigespielt. Kann ich pausieren und das eben machen? Weil es braucht nicht so viel Ah, das ist natürlich jetzt dumm, ne? Ich kaufe das mal frei. Wie teuer ist das? 5 Euro? Ja, okay. Ich habe jetzt ganz, ganz dumm Pay-to-Win-mäßig nochmal 5 Euro ausgegeben. Was einfach dumm ist. Jetzt kann ich theoretisch den Boomerang-Paragon beschwören. Ich glaube, ich müsste nicht beschwören für Runde 100, um den kaputt zu kriegen. Ich kann nochmal neu würfeln. Mache ich mal. Mache ich nochmal. Gib mir hier den Zauberer. Au. Oh. Ne, den krieg ich so kaputt. Krieg ich so kaputt. Jetzt gehen wir hier so. Jetzt gehen wir hier so. Den krieg ich so down. Problemlos. Problemlos. Ah, okay. Ich habe die Taste gesucht für den zweiten Phoenix. Ja, ohne Probleme. Also, ganz ehrlich. Ich bin bereit für einen schweren Modus. In den nächsten Tagen will ich das hier mal auf schwer versuchen. Ich glaube, ich habe genug gelernt. Alleine Benjamin rauszuhauen war ein riesiger Gamechanger für mich. Ich kann jetzt gleich den Paragon beschwören und dann ist halt gute Nacht angesagt. Die Hell... Oh, ich kann noch was auswählen. Mach mal Alchemiststufe 5, das wird gar nicht so scheiße. Weil leider hat sich das nicht so manifestiert, dass ich sie gekriegt. Es wäre cool gewesen, so hätte es geklappt, wäre es nice gewesen. Und das Gute ist, je später ich den Paragon beschwöre, desto höher wird er halt vom Level sein. Wieso gibst du mir jetzt den Beast Saber? Warum jetzt? Jetzt will ich auch nicht mehr. Gib mir den Superwaffen. Also, da vorher nicht Bock gehabt. Aber jetzt kommen wir auch ein bisschen dumm, vor den rauszuholen. Ich mache trotzdem mal gleich Pause nach Runde 119. Verkaufen, 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 verkaufen. Paragon. Ich verkaufe auch mal den. Ich mache dafür jetzt hier den hin. Der sollte aber so kaputt gemacht werden. Der Paragon macht den komplett kalt. Okay. Und das ist der Rogue-Modus auf Mitte. Es hat sich leichter angefühlt als leicht, weil ich halt einfach inzwischen mehr Erfahrung habe zum Modus. War eine coole Erfahrung. Beim nächsten Mal machen wir es auf schwer. Und wie gesagt, falls ihr neu seid, lasst uns mal ein Abo da. Ich habe jetzt nochmal 5 Euro gegeben für das Video extra. Ich bin einfach Pay to Win. Oh. Achso, weil ich Geld ausgegeben. Stimmt. Wenn du für Bloons Geld ausgibst und einen Creator-Code eingetragen hast, dann kriegst du hier diesen Avatar.
Habe ich schon ganz vergessen, aber ja, du okay. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao.